Jo, hi, willkommen, mein Name ist Dani Es OLP gibt und ich die begrüße euch zurück Bruderschaft zu Let's und Play alles Fallout andere 4. zwischen In der letzten geprägt. Folge haben wir diesen komischen, ich weiß gar nicht mehr, wie das hier heißt, der Kommandozentrale betreten von dem Nukleos. Immer noch im Kinder des Atom-Territorium. Und ja, hier sind ein paar Gegner. Ich habe schon einen Dialog gesehen, dass hier ein legendärer Aggressor-Ton ist. Und ja, super. Das heißt, weiß ich nicht. Wird schon wieder sehr spaßig. So, tanze. Tu mir mal einen Zwinge. Gefallen. Geh da hin. Hier. Verstanden. Ja, da hin. Funktioniert. Dort drüben. Bestätige. Und töte alles, was in die Quere kommt. Am besten. Bewegungen umgibt, greife Feind an. Kannst du nicht mal machen. Beherrscher, was willst du von Beherrscher? Oh Gott. Bin auf dem Weg. Oh Gott. Ich wusste, dass das so enden wird. Oh Gott. Da hatte ich das Viech beinahe. Oh. Jetzt nicht gedacht, der Laser da durchkommt. Ja, da hat beinahe funktioniert. Soll's hingehen. So. Hier. Du kannst nicht für mich. Was sag ich? Bewegungen Umgebung entdeckt. Möglicherweise getarnte Einheit im Einsatzbereich. Ja, nicht unsichtbar, Mann. Das ist nicht cool. Wollte ich nicht foltert hier. Oh! Alter, der Laser kommt viel zu schnell. Und dann ist einfach nur so nur eben. Wie konnte das mein Herr und Meister passieren? Na warte, da ist eine Impulsgranate drin, die nehmen wir doch mal. Weil gegen das Viech möchte ich das schon einsetzen. Fatman, den kann ich ja vergessen, das ist viel zu eng hier. Ich habe mich da wieder 10-mal selber in die Luft. Oh, Entschuldigung. Hier. Ich kümmere mich drum. Wo ist meine Mauer? Wenn ich das Ding ja gute. So. Okay, Impulsgranate. Echt gebrauchen können. So. Hi. Ah. Ich auf mich. Oh. Weg. Oh Gott. Warum diese Viecher? Das ist echt das Schlimmste von allen. Ich da das mir oh. Was ist das? Ja, toll, voll daneben. Ah. Ey, ich hab viel einfach ein paar Lanz hier vorbeigelaufen. So mich losgelassen. Mistfähig. Aber warte. Lockt das Viech mal auf dich. Ich glaube bestimmt kein Giftschaden oder so abbekommen, ne? Habe ich noch irgendwas? Und den Impulsmine. Bewegungen Umgebung. Kontakt. Ah. Alter, vollgebracht. Warte. Nein, du blödes Viech. Nein! Oh. Hey, gibt's doch nicht, Mann! Das blöde Viech! Mach mich schon wieder fertig!
Oh. Greife an. Pyromie, ne? Ich auch mal, das habe ich glaube ich noch nie benutzt, ne? Bleib wachsam. Was, dass ihr noch da seid? Hat er nicht Bescheid, oder Dance? Mein Gott, ehrlich. Ich kann kein Vorteil gegen das Viech benutzen. Oh Mann, echt. Ey, was? Das war doch kein. Boah. Bist du nicht? Ich kann ja keinen Fett mit einsetzen, das tötet mich. Warte mal, ich hab einen. Fällt gerade auf, ich kann einen kritischen Treffer mit dem Fatman machen. Man kann das ja nur auf die losgehen, glaube ich. Okay. Vorsichtig. Feind in der Zone. Alarmstufe. Was ist das? Ja, mir egal, ob du dich mal bist. Hallo? Was ist das? Oh. Das ist irgendwie voll billig, immer das Teil einzusetzen, wenn ich weiterkomme. Mach ich das? Bin ich gar nicht. Ja, ich verstehe nicht, warum. Mein Gott. Warum Dance so viel abzieht. Ich habe das Gefühl, er zieht viel mehr ab als ich. Da habe ich irgendwie nur die. Da habe ich nur voll die. Richtig geilen Klamotten, ja. Trotzdem macht der irgendwie mehr Schaden, habe ich das Gefühl. Wechselst du die Ausrüstung? Ja, ja, was gebe ich dir? Ja, mein Tauchanzug. Dann gebe ich mir wieder so viele Sachen zum Schleppen. Ah. Warum ist das an? Dann habe ich doch diesen einen Skill jetzt. Langsam auch. Ausgerüstet, nicht mehr Schaden abziehen, glaube ich. Ach, guck mal, wie viel Schaden der mit einem Schuss macht oder so. Noch mehr. Ja, hi. Boah. Da guck ich da einen an, wie schnell der hat kaputt haut. Weil ich irgendwie 20.000 Schüsse brauche. Okay. Hallo. Lucleus. Da gibt es ja echt nichts irgendwie, was ich hier machen soll oder so. Na, einfach nur hier rein und gucken, was es hier gibt. Aber ist ja ein Aggressoron, ehrlich. Ist irgendwie Instant Kill hier. Wahres Programm. Ist nicht das, was ich machen muss sogar? Den einen Typen. Eine Sekunde mal kurz. Jetzt sollen wir zum Dimas Turn, wo ist er? Ja, ich muss auf die Verhinderung zugreifen. Da. Mama. Interface offline. Okay, ich kann dem nichts machen, ehrlich. Hinterhalt! Oh nein!
Ja. Danach jetzt habe ich gespeichert. Aber ich habe mich jetzt nicht mit dem Typen verscherzt. Verdammte kriegerische Menschen. Boom. Das ist der exakt gleiche, den ich gerade bekommen habe. Ein Eisbecher. Was? Ja, ich soll in so Erinnerung eintauchen oder so. Hallo? Zum Teufel? Was? Wenn du das hörst, bist du im Inneren meiner Speicherbänke. Lass dir Zeit. Das ist sehr viel auf einmal. Hallo, na? Die Architektur, die du siehst, sind Daten. Meine Daten. Wenn ich am Stuhl angeschlossen bin, sehe ich genau das. Du nutzt eine frühere Version dieser Technologie, einen Hirnwellenscanner statt einer direkten Neuralverbindung. Sieh dich um. Erkennst du die gelbe Säule da hinten? Das ist ein Langzeitspeicher. Das ist dein Ziel. Was? Aber diese Daten kannst du nicht alleine holen. Eines der Programme auf dem Holoband ist der Indizierer. Sie werden durch die netten grünen Wesen dargestellt, die umher. Was? Laufen. Siehst du sie? Die Indizierer haben eine Aufgabe. Sie holen die Daten in der gelben Säule und bringen sie zum Zugriffspunkt für die Erinnerungen. Du musst ihnen helfen, sicher dorthin und wieder zurückzugelangen. Die Dinger. Sobald sie alle Daten gebracht haben, werden sie vom Programm so übersetzt, dass du sie verstehst. Solltest du die Simulationen verlassen müssen, ist das nicht schlimm. Nichts wird zurückgesetzt. Du kannst da weitermachen, wo du aufgehört hast. Okay, cool. Gut, die Lücke ist geschafft. Aber jetzt musst du dich um die Sicherheitssysteme kümmern. Diese rote Firewall verhindert, dass du und deine Indizierer die Daten erreichen. Siehst du den grünen Lichtstrahl? Das ist der Entschlüsselungsstrahl. Er kann die Firewall zerstören. Du musst den Strahl nur auf die Schwachstelle richten. Ich habe keine Ahnung, was der von mir verlangt, ehrlich gesagt. Ging mir jetzt ein bisschen zu schnell. Ich kann irgendwie keine Dinge hier bauen. Vor allem, er sagt, die Brücke ist geschafft, aber... Gut, ja. Die Lücke ist geschafft. Aber jetzt musst du dich um die Sicherheitssysteme kümmern. Diese rote Firewall verhindert, dass du Daten erreichen. Siehst du den grünen Lichtstrahl? Das ist der Entschlüsselungsstrahl. Er kann die Firewall zerstören. Du musst den Strahl nur auf die Schwachstelle richten. Ich habe keine Ahnung, was der von mir verlangt, ehrlich gesagt. Ja, ich kann die Dinger auch boah. Alter. Müssen wir schon sagen, ja. Gut, die Lücke ist geschafft. Aber jetzt musst du dich um die Sicherheitssysteme kümmern. Diese rote Firewall verhindert, dass du und deine Indizierer die Daten erreichen. Ja. Siehst du den grünen Lichtstrahl? Das ist der Entschlüsselungsstrahl. Wie bin ich jetzt dafür gekommen? Zerstören.
Du musst den Strahl nur auf die Schwachstelle richten. Ja, habe ich ja gemacht. Ja. So, ich nehme mal so ein paar Krugblöcke hier mit. Das ist immer geil. Gut, die Lücke ist geschafft. Aber jetzt musst du dich um die Sicherheitssysteme kümmern. Diese rote Firewall verhindert, dass du und deine Indizierer die Daten erreichen. Siehst du den grünen Lichtstrahl? Das ist der Entschlüsselungsstrahl. Er kann die Firewall zerstören. Du musst den Strahl nur auf die Schwachstelle richten. Aber was? Tötet. Das System hat dich bemerkt. Jetzt wird es etwas haariger. Du wirst Verteidigungskonstrukte. Er geht doch nicht ganz zurück, Mann. Maßnahmen des Systems einsetzen müssen. Die Wächter des Systems werden alles tun, um zu verhindern, dass deine Indizierer mit den Daten zum Zugriffspunkt zurückkehren. Schieß sie kaputt. Der tut die da. Der Tower Defense oder was? Wow. Was heißt? Noch ein Datenblock. Jetzt fehlt nur noch einer. Oh, ich hab schon. Ist das alles okay? Lauf! Eindringender Indizierer entdeckt. Ja, war der letzte. So, man muss sie zurückholen, okay. Ich checke irgendwie noch nicht so genau, was passiert, aber okay. Wachwort hat einen aktiven Eindringling entdeckt. Verifiziere Erinnerungsdatei. 100%. Wir sind hier fertig. Wir haben jetzt einen Zugangspunkt zur nächsten Erinnerung. Tritt einfach in den Datenstrom, in dem die Erinnerung gespeichert war. Alles klar. Identifizierung 0V-9AX0. Konvertierung in Audioformat. Beginne Wiedergabe. Ach, schön. Also mal kreativ. Mehrere meiner Leute wurden angegriffen, bespuckt und verhört. Alles läuft aus dem Ruder, aber wir können sie dazu bringen, uns zu vertrauen. Wir müssen nur einen von ihnen auf unserer Seite ziehen. Niemand darf erfahren, was ich habe. Ich habe wieder alle verloren, ehrlich. Ich werde die Ausrüstung weit weg von Arcadia unterbringen. Der Ort dient auch dafür, Beweise verschwinden zu lassen. Zusätzliche Ortsdaten angehängt. Behelfsmäßige medizinische Einrichtung unter der Wimpop-Fabrik. Koordinaten heruntergeladen. Schau mal alle Dinger hier ein. Okay. Muss ich einen Strahl hier rüberleiten? Wie soll ich denn das machen? Dahin oder was? So. Na so, ne? No. Was ist der da? Wo muss er denn überhaupt hin? Hier hin, okay.
Da musste ich hinten. Da fehlt aber noch so ein Teil. Wo ich das her? Hallo? So, haha. Ah, ich verstehe, So, und jetzt hier und da rausnehmen. Haha. Und da ist der Teil wieder. So, jetzt hin. Okay. Dahin und da. Ah. Mach schon mal hier so ein paar Geschütze auf. Oh nein. Na gut. Ich muss noch eine Brücke bauen, merke ich gerade. Na gut, dann würde ich aber sagen, ich beende die Partie. Ich kann ja leider nicht speichern, weil mich ein bisschen wurmt, aber okay. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.